Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? So, Ladies and Gentlemen, es ist wieder Podcast-Time. Demnach herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und natürlich habe ich heute wieder tatkräftige Unterstützung mit an Bord. Und zwar haben wir die Ehre, David Schiermacher heute zu Gast zu haben. David gilt mit seinem Startup von Flörke bis heute als eins der erfolgreichsten Startups und damit als Musterbeispiel eines gelungenen Deals aus der TV-Show Die Höhle der Löwen. Bereits während des Bachelors gründete er mit nur Anfang 20 das Herrenaccessoire-Label von Flörke mit großem Erfolg, denn innerhalb von nur 10 Monaten gelang es David Schiermacher, eine deutschlandweit bekannte Marke mit von Flörke zu schaffen. Und wir wollen natürlich insbesondere darüber mit ihm heute sprechen, wie er es in so kurzer Zeit geschafft hat, eine solche große Brand aufzubauen und versuchen, so den Werdegang mit allen Höhen und Tiefen ja irgendwie beleuchten und für euch greifbar zu machen. So, genug der Worte meinerseits. Deswegen, David, lass uns direkt loslegen und natürlich erstmal herzlich willkommen in der Show. Hallo Robin, ganz herzlichen Dank für die Einladung, zwar am Podcast. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir haben vorneweg schon ein bisschen privat gequatschen können und gemerkt, dass wir relativ schnell auf einer Wellenlänge waren. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, weil ich dich damals in der Höhle der Löwen auch, als es ausgestrahlt wurde, live gesehen habe und dann auch deinen Werdegang so ein bisschen auch als Vorbildcharakter verfolgt habe. Deswegen super, super cool, dass du heute dabei bist. Und lass doch gleich mal zum Start noch mal ein bisschen in deine Origin-Story reingehen. Erzähl uns noch mal ein kurz bisschen was zu dir, deinem Werdegang und was du heute genau mit von Flörke machst. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir insgesamt? Dann weiß ich auch, wie lange ich eine einzelne Frage beantworten kann. Nimm dir ruhig Zeit, also Interviewlänge ungefähr so um die 45 Minuten. Alles klar, okay. Also die Firma angefangen habe ich tatsächlich, weil ich mal für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in der Frankfurter Oper eine Fliege zum Selbstbett gesucht habe. Das hatte ich so beigebracht bekommen zum Smoking schleifen, nur zum Selbstbinden, auf gar keinen Fall eine vorgebundene. Der Gentleman bindet selbst und dann und habe entsprechend in Frankfurt und Wiesbaden solche Schleifen zum Selbstbinden oder der Fachmann sagt auch Querbinder, habe ich gesucht und nur für 140, 150 Euro gefunden. Und weil mir das deutlich zu teuer war, habe ich dann im Internet gesucht und auch keinen Online-Shop gefunden, keinen deutschen Online-Shop, der das angeboten hätte. Und habe dann aus England bestellt für 35 Pfund. Und das war qualitativ noch besser, als was ich für die 140 im Laden bekommen hätte. Das hat mich dann ein bisschen geärgert. Und deswegen habe ich dann, als ich mein zweites Praktikum an der Universität hatte, das war im Vorstand von einem großen DAX-Konzern und da war ich, um es gelinde zu sagen, sehr, sehr unterfordert, weil die Arbeitsweise war meistens in der Art, dass man am Montag eine Aufgabe bekommen hat und sollte Freitag fertig sein und wenn ich dann Dienstagnacht damit das schon erledigt hatte, dann hat man nichts Neues bekommen und das fand ich eine wahnsinnig deprimierende Arbeitsweise und dementsprechend habe ich dann angefangen, meinen Laptop mit an die Arbeit zu nehmen und habe den ersten Online-Shop für Schleifen Selbstbinden gegründet und habe mit den 1.000 Euro, die ich da Gehalt bekommen habe, habe ich einfach in China Fliegen bestellt, ja, zum Selbstbinden. In 10 Farben, ganz simpel. Und nach den 3 Monaten, die ich da war, hatte ich aus den 1.000 Euro hatte ich 6.000 Euro gemacht aus dem Konto und habe mich erstmal gefreut wie ein Schneekönig. Und das waren natürlich alles nur Liebhaber, Kunden und ja, und dann habe ich das ergänzt nach und nach so Einstecktücher passende und Manschettenknöpfe, bunte Socken, Strickkrawatten, alles Mögliche und habe dann mein Studium abgeschlossen Ende 2014 und habe das dann, der Onlineshop hieß erst herrenfliegen.de, dann hieß der nochmal Gentleman's One und dann habe ich das November 2014 in von Flörke umbenannt, nach den Vorfahren mütterlicherseits. Mhm. Und
habe da auch als Logo einen Scherenschnitt von mir und das ist alles so ein bisschen Anlehnung an natürlich ein hochwertiges Exklusivlabel und habe dann, wie gesagt, 15.11.14 von Flörke angefangen und bin dann über einige Umwege und Zufälle in der letzten Januarwoche 15 in einem Höhle der Löwendreh gelandet. Und war der vollen Überzeugung auch, dass die das eigentlich gar nicht haben wollen, dass es denen gar nicht gefallen wird, weil die in der ersten Staffel hatten die meisten eigentlich alle was erfunden oder ich weiß es nicht. Und es war so, die erste Staffel war auch medial kein großer Erfolg, so 1 Million Dreiviertelmillion Zuschauerquote. Und das war kein großer medialer Erfolg. Und ich war da eigentlich nur drin, weil ich das englische oder amerikanische Original Shark Tank so gerne mochte. Mhm. Das habe ich in der Uni mal geschaut. Und dann war ich in der zweiten Staffel drin. Und nicht nur, dass alle Löwen bei mir investieren wollten als erstes Startup, sondern und sich dann auch noch drum gestritten haben, sondern dass auch die zweite Staffel von Höhle der Löwen eine riesen Zuschauerquote hatte und einen medialen Mega-Erfolg vorweisen konnte. Und plötzlich waren wir mit als erster Deal mit allen 5 Zusagen in der zweiten Episode, so waren wir plötzlich der Obererfolg, ja, der da präsentiert wurde. Und wir haben dann von Flörke immer weiter, immer mehr Produkte, haben dann das erste Mal im Fernsehen waren wir dann September 2015, also so knapp 9 oder 10 Monate nach Gründung. Dann sind wir 2015, da haben wir erstmal online weitergemacht. Dann haben wir 2016 erstmals so ein Herrenaccessoire-Konzept in der Fashion Week präsentiert in Berlin als Store-Konzept und haben dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr, also im Jahr 2016, innerhalb von einer Saison wirklich alle Modeketten, alle Kaufhäuser, alle, die ihr kennt, also Ansons, Breuninger, P&C, Westnord, Sinnleffers World, Kaufhof Karstadt, alles in Österreich, alle möglichen, Belgien, Holland, also haben in einem Jahr wirklich alles akquiriert, was ging, und natürlich ein paar hundert Modehäuser und sind so in den Handel reingekommen. Das war dann 2016 so unsere Aufgabe und jetzt 2017 haben wir die ersten beiden Stores eröffnet, oder den ersten haben wir schon eröffnet, jetzt der zweite kommt jetzt die kommenden Wochen, den ersten Store in Köln und den zweiten Store in Düsseldorf und ein dritter, das kann ich verraten, der folgt danach in Münster. Und die Idee bei den Läden ist, eine moderne Herrenboutique, also so ein Rückzugsort für den modernen Gentleman zu schaffen, mit Whiskybar, mit Chesterfield-Sessel, mit Maßservice, mit bunten Accessoires, mit coolen Hemden, also alles, wo der moderne Gentleman sich wohlfühlen kann. Und das sind so die drei Stufen gewesen, erst online, dann Handel, dann jetzt eigene Läden. Dann haben wir natürlich unsere mediale Präsenz auch genutzt, um immer weiter in den Medien zu bleiben. Wir waren letztes Jahr über 10-mal Primetime im Fernsehen, waren jedes Jahr in allen Zeitungen 3-mal Bildcover, also Bildtitelseite, Sternfokus, Huffington Post, also jede Zeitung durch, ja. Immer wieder und wieder, und haben dann diese Markenbekanntheit, ich wollte auch keine Anteile mehr abgeben an Investoren, haben diese Bekanntheit noch genutzt, um ein Crowdfunding zu starten über Capilendo. Da haben wir dann innerhalb von einem Monat, von 4 Wochen, 1,25 Millionen Euro zusammengesammelt. Also das war auch noch ganz erfolgreich über ein Crowdlending, Deutschlands größtes Crowdlending, das es jemals gab. Und sind dann jetzt dazu übergegangen, dass wir sogar noch unseren größten Mitbewerber übernommen haben. Das ist nämlich Ezio Kronen. Das ist eine sehr viel hochwertige, also sehr viel teurere vor allen Dingen Marke. Gegründet 1909, ehemals kaiserlicher Hoflieferant und mit Manufaktur hier in Deutschland. Und haben jetzt diesen Mitbewerber Ezio Kronen auch noch übernommen und werden den jetzt in das neue digitale Zeitalter überführen. Wir sind jetzt zweieinhalb, drei Viertel Jahre nach Gründung, knapp 50 Mitarbeiter. Wow. Arbeiten jetzt darauf hin, bis Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres das erste Mal 1 Million Euro Monatsumsatz zu haben, und geben hier gemeinsam alle Vollgas.
so unglaublich spannende Story und in schwindelerhöhenden Höhen mittlerweile befinden wir uns da, was deine Marke angeht. Da waren jetzt, ich glaube, 6-7 Rückfragen, die wir einfach jetzt, während du erzählt hast, ich mir aufgeschrieben habe, auf die ich unbedingt eingehen will. Das erste ist dieser eigene Schmerz, das hatten wir auch vorher, als wir privat gesprochen haben, miteinander besprochen. Dass du so aus dem eigenen Schmerz, und das ist ja oft so ein Indikator dafür, dass irgendwie Ideen erfolgreich werden können. Aber nimm uns gerne nochmal mit so in die Anfangsschuhe, also die Herstellersuche. Wie ging das alles los? Aber es gibt bestimmt auch viele, viele junge Gründer bei uns in der Community, die irgendwie ein haptisches Produkt auf den Markt bringen möchten, aber nicht genau wissen, wie finden sie den richtigen Supplier und so weiter und so fort. Wie ging das bei dir damals los? Also ich kann beruhigen, egal wie viel Umsatz man macht, man hat immer das Problem, dass man gute Produzenten sucht. Also das wird, okay. Ich habe auch Freunde, die machen vielleicht nochmal so das Fünffache an Umsatz und die haben immer noch das Problem. Ja. Mhm. Also es ist wirklich schwer, sehr gute Produzenten für seinen Bereich zu finden und erst recht, wenn man natürlich noch in diesem blöden Kreislauf steckt, also kleiner Stückzahl und trotzdem muss es sehr individuell sein. So dass man eigentlich nicht wirklich in den Handel gehen kann. So. Also ich habe ganz stumpf tatsächlich die ersten Produkte bei Alibaba gesucht, fertig. Mhm. Und habe da, Alibaba hat ja so den, das sind eigentlich nur Zwischenhändler, Großhändler, eigentlich fast keine Produzenten. Und wir haben dann bei so einem Zwischenhändler, so einem Großhändler in Asien, immer mehr bestellt, also immer größere Mengen. Und mit der Zeit, oder dann irgendwann hat er vom Weihnachtsgeschäft hat er dann das erste Mal die Pakete von der Produktion direkt an uns verschickt, sodass wir natürlich auch in den Zolldokumenten und alles, die den Absender hatten. Und dann haben wir einfach an die Fabrik mal einen Brief hingeschrieben, haben gefragt, ob sie vielleicht auch Lust hätten, für uns direkt zu produzieren ohne den Zwischenhändler. Ne? Okay. Und so sind wir. Und dann, wenn man mal bei einem sehr guten Produzenten landet, durch Glück oder durch Kontakte, wie auch immer, dann ist es oft so, dass wie auch sonst im Berufsleben, so dass ein sehr guter, sehr qualifizierter Mensch meistens ein Netzwerk aus sehr guten, qualifizierten anderen Menschen hat. Und so ist das auch bei Herstellern. Wenn man da sehr gute, qualitativ hochwertige, zuverlässige hat, dann kennen die auch oft ähnliche Produzenten noch. Ne? Und da muss man vermutlich entweder ein paar Kontakte haben, wobei die meisten ihre Supply Chain Source ist natürlich sehr, sehr gut schützen, auch bewusst. Und ja, da muss man halt entweder sich helfen lassen oder ein bisschen Glück haben oder viel rumprobieren. Ja, ja auch hier wieder super spannender Einblick. Danke dafür, David. Eine Frage, die auch auf meinem Zettel steht, während du hier gerade viel gesprochen hattest zum Werdegang. Du hast gesagt, dass du mehrfach den Namen geändert hast. Wie glaubst du, wie entscheidend war der Namenswechsel zum letztendlich finalen Namen von Flörke für den Erfolg der Brand? Also ich denke, mit Markennamen fängt alles an. Ja. Hm. Wir machen Gentleman-Mode, das ist sehr emotional. Da muss der Name natürlich passen zum Produkt. Und ich bin der Überzeugung, dass Markennamen sich gegenüber technischer Beschreibung immer durchsetzen, wenn die Marke schön geführt wird. Also genau im Detail zu sagen, ist es so, wir hatten am Anfang das Herrenfliegen genannt. Das war einfach aus SEO-Sicht das Sinnvollste, um dieses Produkt rein technisch beschrieben zu verkaufen. Ich habe dann herrenfliegen.de dupliziert und gegen die Webseite A Gentleman's One laufen lassen. Und A Gentleman's One hatte auch schon so einen Vorläufer des Scherenschnitts und hatte so eine schwarze Silhouette von einem Smoking. Und hatte die gleichen Produkte, nur dass die auf herrenfliegen.de 20 Euro gekostet haben bei A Gentleman's One, wo die Webseite so ein bisschen hochwertiger aussah, haben die 40 Euro gekostet. Mhm. So, und auf A Gentleman's One haben sich nicht nur mehr Produkte verkauft, sondern die Leute haben auch das Doppelte bezahlt. Unfassbar. Und dadurch habe ich halt gesagt, okay, alles klar, offensichtlich muss man das wirklich als Marke verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das jetzt weiß ich, okay, es muss Markennamen her, keine technische Produktbeschreibung. Jetzt brauche ich was richtig Schönes, weil A Gentleman's One, das konnte sich immer keiner merken, das kann keiner schreiben. Das ist eigentlich ein Sprichwort. Man kann auf Englisch fragen, is it a gentleman's one? Zu einer Fliege. Das ist so ein bisschen die Frage, ist das eines Gentlemans würdige Fliege? Ist die selbstgebunden? Aber das kennt hier keiner. Okay. Das kann sich keiner merken. Jeder schreibt es bei Google falsch. Und ich war dann mal bei meinen Eltern und die haben im Wohnzimmer Scherenschnitte.
und auch Gemälde von den von Flörkes, von der Familie Flörke da hängen. Und ich habe dann ein bisschen irgendwann mal gefragt, so, die sind halt mütterlicherseits in uns aufgegangen und der Name ist jetzt ist nicht mehr in unserer Familie existent. Dann habe ich gesagt, den finde ich so cool einprägsam. Wenn man den einmal hört, den merkt man sich sofort, der ist total auffällig und der könnte super zu so einem Produkt passen. Das war eigentlich der Werdegang, ne? Ja, auch hier wieder super spannend und kann ich bestätigen, also von Flörke ist so eins der ganz wenigen, obwohl ich Höhle der Löwen tatsächlich meistens gesehen habe in der Vergangenheit, eine ja. der wenigen Brands, die irgendwie hängen geblieben sind, auch vom Namen her. Das kann ja. ich auf jeden Fall bestätigen. Und was ich auch super spannend finde, dass du das Rad an sich ja nicht neu erfunden hast, weil ich habe immer das Gefühl, wenn junge Gründer an den Start gehen, die wollen immer das, jetzt übertrieben gesagt, ja, dann, das neue Facebook muss immer alles machen. Komplett neu. Genau, muss immer alles komplett neu sein. Mhm. Das muss immer einmal eine einzigartige, wunderschöne Schneeflocke sein. Ja, und wunderschöne Schneeflocken haben leider an der also Ansicht, dass die super schnell schmelzen und dass die eigentlich auch keinen großen Wert für diese Welt haben. Ja. Das ist so schade, dass es leider ist. Ja, ja. Ja, also wenn du jungen Gründern irgendwie einen Gründungstipp geben könntest, was das angeht, würdest du eher dazu raten, sagen wir mal, nicht unbedingt immer das Rad neu erfinden zu wollen oder zu sagen, okay, probiert's ruhig oder was glaubst du ist die bessere Alternative? Naja, also die eigentlich, also ich würde niemals sagen, versucht nicht innovativ komplett neu zu sein. Das wäre ein absoluter, das wäre katastrophal. Aber also das kommt auch ein bisschen auf den Bereich an. Also bei technisch, bei Digitalisierung, bei so sozialen Netzwerkgeschichten so, da gibt es schon Sachen, die ab und zu so revolutionär neu sind. Die wirklich alles umwerfen, das gibt's schon. Also das passiert auch tatsächlich. Zum Beispiel habe ich auch heute in der Zeitung gelesen, LaVou ist für 70 Millionen verkauft worden und das ist irgendjemandem ja schon so viel wert. Das ist schon eine coole Neuerung. Das würde ich jetzt nicht in Abrede stellen wollen. Ich denke aber gerade, wenn es um solche Produkte geht, die in den Handel sind, um Konsumgüter, um Produkte, die es eigentlich schon seit ein paar hundert Jahren immer gibt. Da geht es in der heutigen Zeit, glaube ich, fast mehr darum, aufzuzeigen, wieso das jetzt modern, neu und einzigartig ist und eine Neuerung. Geht es mehr darum, das zu zeigen, als dass es das wirklich ist. Ja? Mhm. Also das habe ich ganz oft das Gefühl, dass man sagt, na, am Ende, wenn man sich dann das Geschäftsmodell anguckt, sagt man so, naja, eigentlich verkauft er ja nur Sachen wie jeder andere auch. Ne? Okay. Und das ist halt ganz viele Produkte, wenn man sich die mal so ein bisschen zusammenschrumpft und ein bisschen neutraler von oben betrachtet, dann ja, sieht man, dass da eigentlich jetzt nicht groß die Neuerung ist. Es geht aber heutzutage, glaube ich, sehr viel darum, einfach zu zeigen, dass man modern, neu, jung, innovativ ist. Ne? Ja. Weil das, ja, ja. Aber wie gesagt, ich würde erstmal, also was ich viel eher sagen würde, bevor du sagst, Rad neu erfinden, würde viel eher sagen als Ratschlag, überlegt euch was, womit man wie Geld verdienen kann. Am Ende kommt alles immer darauf zurück, dass das, was man tut, einen Wert schaffen muss und Ertrag bringt. Wenn es das nicht tut, dann ist es wirklich nutzlos. Mhm. Ja. Du hast gerade auch angesprochen, ein Thema, was ich mit dir auch gerne besprechen würde, weil du trotz deines jungen Alters auch für mich so ein Vollblutunternehmer auch bist. Hast du von Flörke oder das Business generell gestartet, okay, wir haben gehört, du hattest den eigenen Schmerz und so weiter und hast dich auf die Suche begeben und hast erkannt, dass es im deutschsprachigen Raum jetzt nicht sowas in der Art gibt. Aber hast du das Unternehmen gegründet, weil du einfach Bock auf Unternehmertum hattest oder weil du wirklich eine Passion für Fliegen und Herrenaccessoires hast? Ja, also ich wollte auf jeden Fall, also ich habe ja ein paar Praktika gemacht und ich wusste auf jeden Fall, dass ich ein ganz, ganz schlechter Angestellter werde, ja. Das hab ich schon relativ früh mitbekommen. Und jetzt war es auch nicht so, dass nicht nur ich total unzufrieden war bei den Praktika, sondern vielleicht auch die Arbeitgeber, ja. Mhm. Und ich habe schon früh festgestellt, dass ich halt sehr viel Freiheit bedarf, ja. Mhm. Ich habe schon früh gedacht, dass ich auf jeden Fall mich selbstständig machen muss. Ich muss auch dazu sagen, war nicht mein erster Online-Shop. Ich hatte schon in der Schulzeit und in der Unizeit immer wieder andere Online-Shops, die auch teilweise sehr gut liefen, wovon ich auch immer schon leben konnte, habe auch mein Studium selbst finanziert an einer Privatuni und hab schon immer gewusst, dass ich
oder habe immer vermutet, darin gut zu sein. Ne? Und das war viel eher dann die Entscheidung, als ich dann älter geworden bin und ich der Bachelorabschluss dem Ende näherte und ich auch gemerkt habe, im Master werde ich jetzt nicht mehr so super glücklich, dass ich gesagt habe, jetzt musst du mal eine von deinen vielen spinnerten Ideen wirklich umsetzen. Ja, also jetzt, also irgendwann kommt man so ein Punkt, da hat man, kommt, ist man halt weg von, ich habe hier süße Ideen und toll und alles super und rosa, ja, aber irgendwann musst du halt sagen, so jetzt Hose auf und einmal hinlegen und gucken, wie groß, ja. Also irgendwann musst du halt mal Eier zeigen und sagen, so jetzt das eine finde ich so gut, das mache ich jetzt, fertig, aus. Mhm. Und dann darf man nichts mehr aufhalten, dass man da nicht seine Mission umgesetzt bekommt, ne. Ja. Und ich kenne ganz viele von diesen sehr, sehr träumerischen, mit guten Ideen gesegneten jungen Kameraden, aber es hilft, es gibt halt nichts Gutes, außer man tut es, ja. Mhm. Sonst bleiben es halt immer hübsche, schöne Ideen, ja? Ja. Und dementsprechend, also ich wusste immer, dass ich selbstständig werden muss, quasi, gar nicht so viel andere Wahl habe, weil ich nicht sehr, sehr unglücklich enden möchte. Okay, cool. Ja, kann ich mehr als nur nachempfinden. Ähnlich ging es mir auch. Gab so die Momente, wo ich im Angestellten-Dasein dann auf die Toilette gegangen bin, obwohl ich gar nicht musste, nur um die Zeit totzuschlagen. Du hast vorhin auch erzählt, dass du, und viele werden es mitbekommen haben, dass du tatsächlich alle 5 Juroren irgendwie bei der Höhle der Löwen überzeugen konntest. Erstmal Respekt an der Stelle dafür. Kannst du uns mal in deine Gefühlswelt mitnehmen, wie du dich gefühlt hast, vor einem Millionenpublikum zu pitchen? Und was hast du deiner Meinung nach richtig gemacht? Oder was war ausschlaggebend, dass wirklich alle 5 eingestiegen oder einsteigen wollten? Also ich kann ja dazu sagen, also ich hatte damals ein bisschen Sorge, wenn man jetzt, da ist so jetzt so ein, ja, so ein bisschen korrekt, so ein Typ mit Fliege und Einstecktuch und der sagt, Männer sollen sich wieder besser anziehen und überhaupt, und ich möchte hier eine Gentleman's-Marke aufbauen. Das kann natürlich entweder einfach sehr schwul rüberkommen oder halt auch sehr arrogant, ne? Also das waren so unsere, so meine Sorgen. Und ich hatte auch keine große Aspiration, jetzt beim Stefan Raab als Buzzer zu enden. Ja. Und habe dementsprechend sehr, sehr stark geübt, wie ich da auftrete und wirken möchte. Ne? Und ich habe tatsächlich erst eine Woche, bevor das überhaupt aufgezeichnet wurde, überhaupt erst erfahren, dass ich da auftreten soll. Und ich glaube, die haben uns an einem Dienstag Bescheid gesagt, dass Samstag der Fernsehdreh ist. Also da war nicht so viel Vorbereitungszeit. Aber ich habe tatsächlich meinen Pitch aufs Penibelste auswendig gelernt. Also ich habe den 50 Mal am Tag aufgesagt, am Abend vorher. Da hätte sie mich mit der Ohrfeige wecken können. Ich hätte den aufgesagt, ja. Okay. Und ich glaube, ich konnte den auch noch ein gefühltes Jahr danach auswendig sagen. Und ich habe schon versucht. So, und das war auch ganz gut so, weil als ich dann mal da vorne stand und man hat da so 15, 18 Kameras, die auf eingerichtet sind, 5 Typen, drumherum steht eine Riesenschar aus Menschen, die ganze Produktionsteam, jeder von denen hat 5, 6 Assistenten, Mitarbeiter dabei. Also da ist eine Riesen, das ist wie eine Arena, ja, überall Kameras, überall Menschen. Und da war es dann sehr, sehr gut, dass ich mich so penibel vorbereitet hatte und alles auswendig wusste und auch alle Daten 500 Mal, die ich vermutlich gefragt wurde, aufsagen konnte. Mhm. Das war dann sehr, sehr gut, weil als ich mal da vorne stand, lief das nur noch durch wie im Film. Also mir kam das vor, als wären das 2 Minuten, dabei stand ich da fast 40 vorne, ja. Okay. Also das lief nur noch ab wie im Film. Und da gehen dann, also bei mir sind zumindest alle Lichter ausgegangen und ich war gar nicht mehr so in so einer großen, proaktiven Vorsprecherrolle. Und das haben mir auch viele andere erzählt, die da waren, dass wenn man mal da vorne steht, dass es so aufregend ist, dass das dann nur noch wie im Film durchläuft. Und dann ist es natürlich sehr gut, wenn man sich aufs Kleinste vorbereitet hat, ne? Ja. Also dementsprechend, wenn jemand dann noch die für sich da die Zukunft sieht in der Show, dann auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereiten. Also auf jeden Fall den Pitch möglichst auswendig lernen, alle Zahlen, Fakten zur Verfügung haben, abrufbereit und ja, einfach in der Lage sein, da sehr faktensicher zu antworten.
Vielen, vielen Dank, David, für diesen interessanten Einblick, so behind the scenes bei Höhle der Löwen. Auch, wie ich finde, super spannend. Glaubst du, du wärst heute auch von der Umsatzgröße da, wo du bist, ohne Höhle der Löwen? Oder war das schon ein essentieller Faktor durch die Investoren, die dann an Bord waren, dass das Ding so geflogen ist in kürzester Zeit? Also wir sagen immer, dass wir mit unserer medialen Reichweite 10 Millionen Menschen erreicht haben, 10 Millionen Individuen. Und dann kannst du ja das Werbebudget ausrechnen, was man dafür benötigt hätte. Okay, ja. Und sagen wir mal, ich wäre vermutlich 3 Jahre später da, also hätte 3 Jahre länger und fester strampeln müssen, um da jetzt hier so hinzukommen. Aber ganz viele von erfolgreichen Firmen, die man so kennt, die hatten irgendwann so diesen Tag der Erleuchtung, ja. Oder der Tag, wo sie irgendwie groß rausgekommen sind. Und wenn man die sieht, dass die schon erfolgreich ist, und dann denkt man so, ja klar, die hatten dann ja irgendwie Glück, ne? Aber ich glaube eher, dass wenn man sehr zielgerichtet, sehr fokussiert, sehr gut arbeitet, dass man dann irgendwann dafür auch belohnt wird. Und ich denke, das ist eher so ein Fernsehauftritt. Also wenn man sowieso schon hart arbeitet und sich fokussiert, detailverliebt ist, dann kommt am Ende sowas als Belohnung hinten dran. Vielleicht aber auch nicht, ja. Deswegen, also ich denke, wir wären jetzt 3 Jahre verzögert auch dahin gekommen, aber wir hätten nochmal ganz anders hier vorlegen müssen, arbeitsmäßig. Ja, definitiv. Also es war auch nicht in die Richtung gemeint, dass es ohne nicht gegangen wäre, sondern dass es nur schneller gegangen ist vielleicht, und auch die Chance über die Vorbereitung trifft auf die Gelegenheit, wenn man Chance definieren will, und irgendwie war es ja so, dass du auch proaktiv dann die Chance ergriffen hast, und das trauen sich ja auch nicht lange, und es gibt ja unzählige, die da auch irgendwie nachher rausgehen, wahrscheinlich mehr als die da anders rausgehen, die dann sagen, okay, Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Aber gut. Wenn jetzt ein junger Gründer zu dir kommt und sagt, David, ein Tipp, nur einen, welcher war das größte Learning oder das größte Aha-Moment im Bereich Entrepreneurship in der Zeit bis heute? Was würdest du ihm sagen? Also wenn man so mal am Arbeiten ist, das ein Tipp, den hat mir der Frank ganz am Anfang gegeben, ist dringend von wichtig unterscheiden. Also wenn man sowieso in der Situation ist, dass man am Tag 20 Stunden arbeitet und es wird trotzdem immer nur mehr, in der ist man hoffentlich irgendwann als Unternehmer, als Gründer, als was auch immer, ist hoffentlich jeder irgendwann mal in seinem Leben, dass du eigentlich nur arbeiten musst und das Wochen und Monate und das Gefühl reagiert nichts und Gefühl passiert trotzdem nichts. Mhm. Und dann ist es wahnsinnig wichtig zu lernen, was ist dringend und was ist wichtig. Und häufig in den täglichen Entscheidungsprozessen, in den Prioritäten setzen, gewinnt dringend und man verliert wichtig aus dem Auge. Okay. Und das muss man sich vielleicht, würde ich vermutlich nochmal mir selber sagen, nicht die dringenden Sachen, sondern die immer die 3 allerwichtigsten Sachen im Kopf für sich bereit haben und zu wissen, was das ist. Und sich nicht, sonst wird man nämlich irgendwann wird man so hin und her geschubst wie so ein wie so eine Billardkugel, also die gar keine eigene Selbstbestimmung hat, sondern nur so hin und her geschubst wird. Und das kriegt man sehr gut in den Griff, indem man dringend von wichtig unterscheidet. Ganz wichtiger Ratschlag vom Anfang an. Wow, also danke für den Ratschlag. Ich glaube, keinen besseren hättest treffen können als mich gerade mit diesem Ratschlag, weil ich mich genau in diesem Teufelskreis gerade selbst wiedererkenne. Jetzt direkt, deswegen muss ich dich fragen, gibt es irgendwie so Fragen, die du stellst, um gewisse To-Dos, sage ich mal, als wichtig oder dann halt dringend zu definieren? Also bei uns, bei allen Teams, was die machen, die müssen 2 Sachen grundsätzlich machen. Erstens, immer nah am Geld arbeiten, also alles, was uns Geld bringt, wird als allererstes erledigt. Ja. Mhm. Und zweitens muss man sich immer überlegen, also wir haben so eine 1%-Regel, also es gibt so eine Rechnung, wenn man sagt, man macht jeden Tag, wird man 1% besser, jeden Tag macht man eine Sache besser, ja, mhm. Dann ist man am Ende des Jahres bei 4.000% oder bei 3.700%, also fast beim 40-fachen. Und wenn man jeden Tag 1% schlechter wird, dann ist man am Ende des Jahres nur noch bei 3% Leistung, ja. Also das heißt,
wir haben so dieses Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. Also jede Woche wird gesagt, so, was hat nicht geklappt, was lief schief, wie finden wir einen Prozess, eine Möglichkeit, dass das nie wieder passiert. Und was lief so gerade eben okay, und wie schaffen wir es, dass das jetzt auf jeden Fall immer besser läuft, ja? Also von jetzt an jeden Tag. Und dadurch kriegt man so ein niemals mit sich zufrieden sein und ständig Verbesserung. Das sind eigentlich die beiden Sachen, nach denen Leute gucken sollen. Erstens immer optimieren. Mhm. Und zweitens halt, das ist halt gerade für Vertrieb, Marketing, aber auch für IT immer nah am Geld arbeiten. Das ist, sind so die beiden. Und dann, wenn man grundsätzlich Entscheidungen trifft, habe ich, also ganz grundsätzlich, ob man Sachen machen sollte oder nicht, kann man sich immer überlegen, was passiert, wenn man es tut, ja, was passiert, wenn man es nicht tut, mhm, und was passiert nicht, wenn man es tut, und was passiert nicht, wenn man es nicht tut. Also so diese Vierer-Matrix. Ja. Okay. Das habe ich jetzt ein bisschen schnell gesagt. Das muss man jetzt, wenn man den Podcast hört, vielleicht mal rückspulen, langsam wiederholen. Aber das hilft einem wahnsinnig gut, Entscheidungen zu treffen. Ja, und dann, nämlich, was passiert, wenn man es, das ist auch für die Priorisierung, was passiert, wenn man es tut, und was passiert, wenn man es nicht tut. Ja. Ja. Und dann nochmal andersrum, was passiert nicht, wenn man es tut, und was passiert nicht, wenn man es nicht tut. Das sind die vier Fragen. Wenn man die immer sauber beantworten kann, dann kriegt man auch die Prioritäten rein. Super hilfreich, da bin ich mir sicher, für viele, viele, viele Zuhörer. Also gerne, wie David gesagt hat, nochmal zurückspulen und aufschreiben. Ich versuche ja auch hinterherzukommen mit dem, was David sagt, mit Mitschreiben. David, hast du Bock auf ein paar Entweder-Oder-Fragen? Ja, können wir mal probieren. Klingt nicht so überzeugend, schlechte Erfahrungen gemacht, oder? Oder nee, mach einfach mal. Okay. Ich harre dessen, was kommt. Okay, wir starten einmal. Ich bin gespannt. Fliege oder Krawatte? Ja, Flieger. Online oder Offline-Store? Halleluja, online. Selber machen oder delegieren? Delegieren. Halb voll oder halb leer? Immer halb voll. Tradition oder Innovation? Innovation. Cool, das war's schon. Ja, das war ja ganz harmlos. Ich dachte, da kommen jetzt ganz abgefahrene Sachen, die man, nein. Wo man eigentlich mit beidem eigentlich schlecht antwortet. Nein, also so fair wollen wir bleiben. Wir wollen nur den Privatmensch David ein bisschen mehr kennenlernen durch diese Entweder-Oder-Fragen. Ja. Gibt es irgendwas auch, David, was du rückblickend auf jeden Fall anders gemacht hättest? Ja, nicht zu früh teure Mitarbeiter einstellen, deren Mehrwert in sehr kleinen Teams ohnehin fraglich ist. Also ich habe mich da am Anfang ganz verleiten lassen. Erstes Investment, teure Mitarbeiter. Mhm. Teure Mitarbeiter haben häufig einen Werdegang hinter sich, wo die passiv Aufgaben, also passiv Entscheidungen erhalten, die sie fällen müssen und abdelegieren. Und gerade am Anfang braucht man Leute, die kompromisslos so ziemlich alles können. Okay. Ja? Und ganz praktisch, ganz operativ sich in Sachen arbeiten und das abarbeiten und reinarbeiten und dann abarbeiten. Und ich habe am Anfang auf Ratschlag leider von den Investoren damals einfach teure Mitarbeiter eingestellt, die nicht nötig gewesen wären, und habe dadurch einfach zu schnell zu viel Geld verloren und musste dann, ja, das war absolut nicht nötig. Und deswegen am Anfang ist, wenn man anfängt, ist vielleicht eine Teamassistenz für 2.500 Euro im Monat die wertvollste, beste Mitarbeiterin, die man haben kann, weil die einem den kompletten Rücken frei hält. Ja, also das, es kann viel wertvoller sein als vielleicht ein Online-Marketing-Guru für 6.000, 7.000 Euro, aha, der aber de facto operativ gar keine Dinge umsetzen kann und eigentlich nur delegieren. Ja. Also deswegen in der richtigen Phase die richtigen Leute finden, und am Anfang sind das nicht die teuren Lebenslauf-Akrobaten, sondern das sind die ganz bodenständigen, handfesten, operativen Alleskönner, die einem als Unternehmer den Rücken frei halten und die Firma nach vorne bringen. Ja, auch hier wieder interessant zu hören. Ich erkenne auch immer wieder, dass viel zu früh viel zu teure Anschaffungen irgendwie gemacht werden. Also viel zu früh auch irgendwie ein fettes Office gemietet wird. Da sind die Visitenkarten oft schon auf Hochglanzniveau, bevor überhaupt irgendein Produkt verkauft wurde. Ja, das stimmt. Das erkenne ich oft viel zu früh, um schön zu hören,
auch von dir nochmal, dass du da uns in die Richtung rügst, sag ich mal. Ja. Gut, da was wir oft machen, auch in der Show, ist die 24-Stunden-Challenge. Hat den Hintergrund, dass wir wollen, dass unsere Community nicht immer nur konsumiert, sondern auch wirklich ins Handeln kommt. Deswegen bitten wir dich jetzt einfach mal als Community gemeinsam, uns eine Aufgabe zu geben, die für uns irgendwie einen Mehrwert hat, die uns unternehmerisch irgendwie was bringt, die uns vielleicht persönlich irgendwie wachsen lässt. Und die wir halt, wie gesagt, in den nächsten 24 Stunden, jeder Einzelne, der es jetzt hört, erledigen soll. Da habe ich was Gutes, was ich immer mache. Mhm. Es gibt von Google so ein OKR-System, Objectives Key Results. Okay. Das ist ein wahnsinnig schlaues System, also das sollte auf jeden Fall jemand mal nachlesen für zielgerichtetes Arbeiten. Aber was mache ich? Viele, wenn man jetzt jemanden fragt, was möchtest du gerne in 5 Jahren sein, in 3 Jahren, dann sagt, möchtest du in 3 Jahren sehr wohlhabend sein, dann sagt vermutlich jeder ja, auf jeden Fall. Also alle möchten irgendwie Glück, Erfolg und am besten noch Liebe, Glück in der Liebe finden, aber es sind sehr wenige bereit, dafür was zu tun. Also frag auf der Straße jemanden, möchten sie in 5 Jahren super reich sein? Dann sagt er, ja klar, auf jeden Fall. Dann sagst du dem, okay, wie wäre es damit, jeden Tag 15 Stunden zu arbeiten und richtig was zu reißen im Leben, da sagt ihr, ja, dann vielleicht doch nicht. So, und deswegen würde ich jedem, der da Bock drauf hat und so eine Challenge mitmachen möchte, sagen, er muss 3 Bullet Points, 3 Objectives finden, die er im nächsten Jahr auf jeden Fall erledigt hat und die eigentlich nicht erreichbar sind. Bei mir war es, wir hatten das erste Mal über 100.000 Euro Umsatz und ich habe gesagt, wir machen 3 Stores auf. Jeder Store kostet 150.000 bis 200.000 Euro. Das war so fern von Gut und Böse für jeden. Ich habe gesagt, wir schaffen es, 3 Stores zu eröffnen. Komme, was wolle. Ja, das ist ein Objective, das ist ein Ziel, was eigentlich nicht zu erreichen ist. Und davon braucht man 3 Stück. Und dann arbeitet man ein Jahr lang wie ein Besessener daran, die zu erreichen. Und dann möchte ich, dass jeder diese 3 Punkte für sich selbst findet. Okay, super schöne Aufgabe. Ich vorneweg werde sie natürlich auch erledigen. Super schöne Aufgabe. Also 3 Bullet Points aufschreiben, die man auf jeden Fall erreichen möchte, aber die im ersten Moment etwas utopisch und jenseits von Gut und Böse irgendwie klingen. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sie natürlich nicht erreicht, aber trotzdem weiter wäre, als wenn man sich irgendwie realistischere Ziele gesetzt hätte. Oder wenigstens, also gute Ziele sind sowieso nur zu 70-80% erreichbar. Und wenn man sie doch erreicht, ist man so blitzartig vorangekommen, wie man es halt nie wäre. Also das Pferd springt immer so hoch, wie es muss. Das gehört auch zum Menschen. Einer meiner Jobs ist es, Leute zu motivieren, zu begeistern, höher zu springen, als sie müssten. Problem ist nur, mich begeistert keiner. Ja? Also muss ich mich selber die Messlatte so hochsetzen, dass es mich überhaupt reizt, zu springen. Ja? Und das muss man, muss dann auch jeder für sich machen. Ja. Okidoki, alles klar. Genau. Letzte Frage auch. Wir sind schon am Ende angekommen, leider. Normalerweise frage ich immer nach Lebenstipps. Jetzt würden wir aber gerne mal zum Abschluss einen Modetipp von dir hören. Deswegen von David Schiermacher höchstpersönlich ein Modetipp für alle Herren in erster Linie, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich bei Ladies auch auskennst, aber bei Herren wissen wir, dass das passt. Das nehmen wir so ab, egal was du jetzt sagst. Deswegen, also ich bin natürlich ein Lady-Experte. Ich bin quasi der Lady-Experte. Das möchte ich jetzt hier bitte nicht in Abrede gestellt kommen. Aber Scherz beiseite. Also erstens mal sich trauen, einfach coole Socken zu tragen. Rot, gelb, grün, alles durch den ganzen Regenbogen und nicht immer dieses Blau und Schwarz. Also das ist wirklich, die Menschheit ist nicht so weit gekommen, damit dann 99% der Bevölkerung uniformmäßig schwarze Socken tragen. Das geht nicht. Zweitens, wenn ihr mal ausgeht, wenn ihr irgendwo seid, habt einen Sakko und eine Jeans an oder so, tut einfach mal ein cooles Einstecktuch mit einem geilen Muster rein. Vielleicht irgendwas Abgedrehtes mit Kiwis oder Zebras oder ich weiß es nicht, irgendwas richtig Geiles. Weil erstens, jetzt sind wir wieder bei den Damen, die Ladies lieben es, man sticht heraus, man hat immer einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch. Das sind vielleicht die beiden Punkte.
Eher cool auch, das als Eisbrecher zu sehen, wenn man mit Ladies in Kontakt kommen möchte. Du hast die Socken angesprochen und ich habe David überzeugen können. Es war nicht viel Überzeugungsarbeit erforderlich, muss man ehrlich sagen, dass wir hier in der Community, damit wir auch ordentlich mal gekleidet sind alle, zumindest einer, dass wir, was war das, 10 bunte Sockenpaare an Sets. Ein 10er-Pack, verschiedene bunte Socken, alle gestrickt in unserer Sockenmanufaktur in Baden-Württemberg, also 100% made in Germany, wunderschöne Bio-Ökotex, 100 Bio-Baumwolle aus Ägypten, das Schönste, was es gibt, das wird dann von uns umgehend kostenlos zur Verfügung gestellt und natürlich auch kostenlos versendet. Sehr, sehr cool. Also der Gewinner kann sich jetzt schon freuen. Er weiß es doch noch nicht, aber wer gewinnt, herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle im Nachgang. Und vielen, vielen Dank dafür, David. Vor allem auch danke für deine Zeit. Es war für mich super inspirierend. Es war super viel Content dabei, der mich, glaube ich, auch echt weiterbringen wird. Und ich denke, unserer Community geht es genauso. Deswegen, long story short, tausend Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dich auch bald mal live und in Farbe zu erleben und kennenzulernen. Und ja, bis dahin, alles Gute dir. Ja, alles Gute dir und viel Freude, viel Spaß, viel Arbeiten am Umsetzen an alle Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Ne? Bis bald, Robin. Tausend Dank, David. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.